Servus, die Wahlen. Heute sind wir hier in Köflau auf Einladung von Stücker Walter im Volkshaus und machen eine kleine Veranstaltung und erinnern uns zurück, was vor 50 Jahren hier stattgefunden hat. Und diese Geschichte werde ich euch erzählen. Vor 50 Jahren haben wir hier in dieser Halle unsere erste Bodybuilding-Vorführung gehabt und haben damals das Bodybuilding in die Weststeiermark gebracht. Wir haben hier einen Auftritt gehabt, Ari Zinger und ich. Der Kurt Manuel hat das Bankdrücken gezeigt und das hat eine Lawine da losgetreten. Die Leute sind hellauf begeistert gewesen und haben natürlich das ganz gut aufgenommen und so aufgenommen, dass sehr viele zum Trainieren haben begonnen und haben dann in den Jahren danach waren Athleten, so wie Stücker Walter oder Andi Münzer hervorgebracht, die ausgezeichnet und international bekannte Bodybuilder waren. Und unter anderem auch haben wir hier dann Veranstaltungen durchgeführt, große Veranstaltungen, Austria Cups, steirische Meisterschaften und so hat sich das daraus so stark entwickelt. Und in der heutigen Zeit, so wie es jetzt ist, und so weiter, gibt es schon einige, viele Studios auch hier und Tausende, die auch trainieren. Zu dieser Vorderband gibt es einen Kommentar. Das waren die Jahre 68, das war im Jahr 64 in Steirerhof. Das war 68 auch in Steirerhof. 1964, die erste Meisterschaft in Graz in Steirerhof. Ari Zinger, Arnold mit 17 Jahren. Und oben haben wir dann die Stücker Walter, Europameister. In 65 Jahren. Was ganz was Besonderes, vor 50 Jahren, das wird er selber erzählen, war er genau in Tenzol und hat von Graz das Bodybuilding eigentlich nach Köflau gebracht. In Schwung nach Köflau gebracht. Das war der Karl, Trainingspartner von Arnold Schwarzenegger und einer der ersten, für mich sogenannten Profis im Bodybuilding, der war damals schon Worldmaster. Ich, kleiner Walter, habe in Köflau angefangen, damals unter Andi und der Kati war in Graz Worldmaster und wir haben halt aufgeschaut, Studio hat er gehabt, das war für uns halt der Größe und der Motivator und heute ist er eben extra rausgekommen. Kati, was für Beziehung hat er zu Köflau? Erzähl uns kurz. Hallo, alle miteinander. Meine Beziehung zu Köflau ist folgende. Es war 1968, wir haben eine Veranstaltung gehabt, da in diesem Saal. Die lustigen Rosenthaler haben aufgespielt und wir haben eine Show veranstaltet, das war Bankdrücken, das war so eine Disziplin, die heute noch sehr stark ausgeübt wird und unter anderem eine Posing-Show. Ari Zinger und ich haben dann diese Posing-Show da durchgezogen. Das Publikum war hellauf begeistert und dadurch haben wir eigentlich den Grundstein gelegt, dass Bodybuilding in der Weststeiermark so gut angekommen ist. Und nach unserem Auftritt sind dann nach der Reihe Athleten nach Graz gekommen und haben dann trainiert. Und in diesem Zuge habe ich auch den Kenner Seppi, wo ist er? Kenner Seppi, kennengelernt. Und im Kenner Seppi haben wir dann sehr viele Veranstaltungen da in Köflau und Volksberg durchgeführt. Unter anderem auch 1964 die Qualifikation für die WM in Las Vegas. Austria Cup. Dieser Saal war uns aber zu klein. Da haben wir die Sporthalle genommen, die Handballhalle. Da waren 2000 Zuschauer. 400 Gäste aus Kärnten waren da als Motivator für unseren Makula. Und der war der Konkurrenz von Kurt Goriop. Und die haben sich dann ein Duell geliefert, dass der Kurt Goriop gewonnen hat. Aber dessen ungeachtet
Das hat so einen Aufschwung genommen, hier in Köflach. Es ist unglaublich. Und ich muss sagen, zu verdanken haben wir das auch unserem Walter. Walter ist heute noch, würde ich sagen, der die Leute motiviert und der die Jungen antreibt. Und das ist was Schönes. Weil Bodybuilding kann schön sein. Bodybuilding kann gesund sein. Man darf nur nicht übertreiben. Danke. Danke, Gabi. Burschen, scheint, dass da was und da Satz. Es freut mich ganz besonders, dass der Kadi da ist. Und jetzt darf ich die neue Generation am Bodybuilder ankündigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Riesenapplaus für die Nara! Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt der derzeit beste Schwergewichtler Österreichs, 7 Wochen vor der WM, Stefan Wotowa. Riesenapplaus! Applaus!